Hä, aber... Das ist jetzt... Hä, da kann ich jetzt dran schießen. Oder? Oder ist das immer noch eingefroren? Das kommt gar nicht an. Ja shit, was mache ich denn jetzt? Das hat mir jetzt gefühlt gar nichts gebracht, hier lang zu gehen. Kann es sein, dass ich in dem Dungeon noch fehl aufgehoben bin? Brauche ich wirklich? Muss ich hier... Oh, guck mal, nein, da. Da ist was. Ja, Fackel ist an. Und eine Schatzkiste ist irgendwo erschienen. Gegenüber auf der Seite. Oder? Keine Ahnung, wo die jetzt erschienen ist. Okay. Nee, ist eingefroren. Ich muss das mal kurz lesen, was ihr jetzt alles geschrieben habt. Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Was habe ich verpasst? Also. Ja, wir sind halt von der Lon-Farm nach Kakariko über den Friedhof und... haben ein paar Skuldis gesammelt, aber nicht wirklich krasse Items. Also wir sind immer noch eigentlich relativ auf demselben Stand wie vorher. Außer, dass wir den Haya-Schild gefunden haben. Das war aber auch eigentlich alles. Und jetzt kämpfen wir uns hier so ein bisschen durch Dodongos Höhle. Wir haben einen Herzcontainer mehr. Wir haben mittlerweile 19 Skuldis. Wir haben noch den Sansong und Salya-Song. Aber ansonsten... hast du jetzt nicht so viel verpasst, außer dass ich halt noch ein bisschen rumgedillert und gesungen und gereimt habe? Ja. Das habt ihr so verpasst. So, also, wir müssen jetzt mal uns ein bisschen konzentrieren. Die Fackel. Wir müssen hier auf jeden Fall alles anzünden. Wir haben da einmal. Drei Fackeln, die wir anzünden müssen. Das heißt, da kommst du auf jeden Fall ein bisschen auf Timing an. Zack. 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 Jawohl. Das war echt knapp. Und. Gut. Alles angezündet. Tür ist offen. Was passiert da? Was? Haben wir jetzt eine Schatzkiste in der Schatzkiste? Das war komisch. Das war sehr komisch. Okay, wir machen erstmal das an. Kompass, danke für den Kompass. Meine Güte, was war das gerade? Bitte drehen! Okay, es war aber... Hier ist nicht noch was drin. Freitreffer für jeden neuen Gegner. Nee, für jeden... Freitreffer für jeden neuen Gegner. Freitreffer für jeden neuen... Gegner. Ja, okay. Das ist schlecht. Welches ist dein Lieblings-Dungeon und Endboss, Zelda, Junge? Dungeon, auf jeden Fall Waldtempel. Gott, ey. Boah, es laggt, ey. Also jetzt laggt es bei mir auch, by the way. Ich glaube, ich sterbe gleich. Also, ja, Freitreffer hole ich mir gerade genug ab, glaube ich. Hey. Bei der anderen Seite ist noch eine Truhe. Echt? Shit, ey. Okay, was passiert hier gerade? Ich kann hier durch die Tür gehen, okay. Ich schau auf deine Karte nach. Okay, hier brauche ich den Spiegelschild. Ja, okay. Okay, wir gucken mal kurz auf die Karte. Anvisieren ist nicht erlaubt, das ist auch eklig. Okay, Karte, stimmt, da ist eine Truhe drauf. Die Frage ist, wo ist die? Wo ist die Truhe? Die ist auf jeden Fall... Hier rechts ist eine Truhe, okay. Geht richtig zur Sache, sag ich dir. Zwei Tode jetzt schon wieder. Ah, Mann! Immer vergesse ich, dass da nichts ist. So, aber laut Karte ist hier irgendwo eine Truhe. Warte mal. Hier ist eine erschienen? Ja, stimmt. Tatsächlich. Okay, cool. Jetzt haben wir die Map. Okay, wir haben Map und Kompass. Kann ja nicht schlecht sein, ne? So, weiter geht's.
Boah, Frame-Anbrüche. Ah, so, ich muss das mal wieder lesen. Ich verlasse jetzt diesen Chat runter. Ich muss nämlich noch was machen. Alles klar, Jens, dann schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bye, bye. Genau, wenn man das Timing halt verkackt mit der Fackel, muss man das alles nochmal machen. So, welches ist dein Lieblings-Dungeon und Endboss? Also Dungeon ist der Waldtempel auf jeden Fall. Im Ocarina of Time. Und Endboss... Ja. Lass mich hoch! Ja, da ist der zweite tot. Shit. Ich habe halt keine Bomben. Das macht so schwierig. Boss. Was ist mein Lieblingsboss? Da fragt er mich gerade was. Okay, kein Schwert. Macht es auch nicht besser. Falls nachher noch Steam, schalte ich wieder dazu. Wie ist der Plan? Wie lange ist es ungefähr? Also, unterschiedlich. Eigentlich mache ich immer 2 Stunden. Aber wenn ich richtig Bock habe, mache ich auch ein bisschen länger. Mal gucken. Mal gucken. Kannst du ja nochmal vorbeigucken. Auf jeden Fall, danke, dass du auch dabei warst. Twin Rover. Stimmt, Twin Rover ist mein Lieblingsboss. Ja, da bin ich voll bei euch. Twin Rover ist mein Lieblingsboss. Allein schon wegen der Musik. Hey, da ist so ein Dungeon-Ding erschienen. Habt ihr das gesehen? So ein Dungeon-Ding, so ein Anzieh-Ding. Was hattest du schon? Shit, ich darf ja... Ah, Mann! Ich habe den Vertrag wieder gebrochen. Genau, Susanne, das hatte ich zwar schon, aber es hat jetzt wieder von neu begonnen. Also, wir hatten jetzt alle Strafen einmal durch, deswegen haben wir jetzt quasi wieder... einmal die alten Strafen. Mann, ich darf kein Schwert benutzen. So, ich jump hier schon mal rüber. Was zur Hölle? Was passiert denn hier? Okay, Leute, wie machen wir das jetzt? Das geht doch jetzt schon wieder voll aufs Maul, ich bin mir sicher. Das wird doch nichts. Okay, ich habe eine Idee. Pass auf, wir machen das jetzt so. Oh, ich kann auch den stunnen. Und Deko-Nüsse sind so gut. Deko-Nüsse sind richtig gut. Ich kann alles stunnen. Alter! Klappe. Okay, wir... Kisten. Kisten? Okay, er dreht sich wieder. Mann! Was mache ich mit der Kiste? Aua. Ich darf nicht gucken. Nein. Keine Ahnung. Gehe ich jetzt mal durch die Tür? Ich kann... Mit der Kiste kann ich nicht durch die Tür gehen. Wofür ist die Kiste? Keine Deko-Nüsse benutzen wäre auch eine echt harte Strafe. Das stimmt wohl. Die Frage ist, wofür ist diese Kiste? Hat die eine Bedeutung? Hätte ich die jetzt einfach kaputt machen können, wäre das... Da wäre bestimmt einfach nur was drin gewesen, ne? Aber okay. Ja, das läuft ja aktuell. Und spin. Rolle ist nicht erlaubt. Das ist jetzt auch nicht gerade geil. Oh Mann! Jedes Mal springe ich da runter. Habt ihr irgendwas gesehen, wo ich die Kiste draufstellen kann? Nee, ne? Auch nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass die vielleicht wirklich nur... Herzchen, nehm mal mit. Zum Heilen vielleicht sind, dass da Heilungs-Items drin sind, aber ich hatte jetzt halt vermutet, dass man da vielleicht einfach ja die mitnehmen soll und da ist irgendwo ein Schalter, wo ich was draufstellen soll, aber war nicht so leider. Achso, ich darf nicht rollen. Ach, sorry Leute, Mann. Tod Nummer 6, ja, ist ein harter Dungeon.
Okay, ich darf nicht rollen. Ich darf nicht rollen, ich darf nicht rollen. Erinnere dich dran, erinnere dich dran. Du darfst nicht rollen. So, stun alles weg hier. Okay, mit Deko-Nüssen kommen wir hier auf jeden Fall sehr gut durch. Das ist auf jeden Fall schon mal Fazit, liebe Leute. Alter. Wie die einfach durchballern, ne, die Typen. Okay, alles klar. Hat sich gelohnt, noch einzuschalten. Ja, super. Noch ein bisschen beim Sterben zu gucken. Das macht Freude. Ach, hier ist eine Fee drin. Okay, dankeschön. Also man muss sagen, es ist hart, aber herzlich, ne? Ja, es ist trotzdem fair. Weil du hast halt solche Äkte hier. Scheiße. Und dann bekommst du halt eine Fee. Das ist halt schon nett eigentlich vom Spiel. Muss man ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Ah, die kann ich nicht besiegen, glaube ich. Doch, warte mal. Da oben ist blaues Feuer. Na, na, wo kommt der denn her? So, warte. Blauer Schalter. Zack. Tür auf. Frage ist, bekommen wir irgendwas, wenn wir hier alle Gegner töten? Aber wir können die ja gar nicht alle töten, weil wir haben gar keine... Wir haben gar keine Bomben. Mit Bomben könnte das vielleicht gehen. Wenn du das nächste Mal gegen... Aua. Wenn du das nächste Mal gegen deine eigenen Regeln verstößt, erzielst du uns dann einen Zungenbrecher. Oh Gott, das kann ich ja gar nicht. Fischer, Fritze, Fische, frische Fische, denn frische Fische, Früchte, Fischer, Fritze, frische Tische. Okay, die 20. goldene Skuldi. Ich hoffe mal. Ich hoffe einfach mal, dass wir. Okay, da drüben müssen wir auf jeden Fall unser blaues Feuer benutzen. Ich hoffe einfach mal, dass wir mit 20 Skultis jetzt endlich mal eine Belohnung erhalten. Im Skulti-Haus. Und jetzt müssen wir halt erstmal unser blaues Feuer usen. Okay. Soll ich nochmal zurückgehen und nochmal blaues Feuer nachholen? Was sagt ihr? Oder soll mal weitergehen einfach? Ja, theoretisch. Okay, wir haben hier eine Bombe. Da steht eine Kuh. Weitergehen. Okay, wir gehen weiter. Hat diese Bombe gerade irgendeinen Sinn? Aktuell sehe ich noch nicht. Okay, wir gehen einfach mal runter. Oh, danke. Okay, die Dinger kennt man ja. Die sind im Original auch da. Was ist denn das hier für ein schöner Block? Der sieht echt cool aus. So. Okay, hier komme ich hoch. Da haben wir eine Bombe. Noch eine Bombe einfach. Wir haben hier viele Bomben. So, was ist, wenn ich hier den Block rausziehe? Dann bin ich zu dick und passe hier nicht mehr durch die Lücke. Interessant. Haben wir hier... Das ist ja wieder so ein Deko-Schild. Wir brauchen den nicht. Hä? Bisschen off-topic, aber der Hayashi sieht echt cool aus. Ja, ich finde auch, der ist ziemlich nice gemacht. So. Da war ein Deko-Händler. Aber Treffer für Treffer. Nein! Ich brauche das nicht. Ah, hier brauche ich halt wieder Bomben. Oder blaues Feuer. Heißt, wir müssen theoretisch doch nochmal zurück, Leute. Oder was sagt ihr? Eigentlich schon. Aua. Ich gehe nochmal schnell zurück. Ich hole nochmal blaues Feuer. Ganondorf kann man damit leider nicht one-hitten. Ich weiß nicht warum, aber blaues Feuer hat halt irgendwie die Eigenschaft, was zu sprengen. Ich glaube, Maserati, ich glaube, da reicht die Zeit nicht. Also ich bin relativ sicher, da reicht die Zeit nicht, damit du mit der Bombe die Wand sprengen kannst. Bin ich mir fast sicher. Gott, aber da müssen wir... Natürlich ist die Wand zugegangen. Natürlich. So, Raubschleim. Ich hasse Raubschleim. So. Wir müssen hier erstmal irgendwie alle so ein bisschen... Hallo.
Nein, ich war fast oben. Jetzt ist alles hinter mir her. Shit. Da war noch eine Plattform, dürftest du es schaffen. Meinst du? Okay, wir versuchen es dann nochmal, aber ich hole mir jetzt trotzdem nochmal schnell blaues Feuer. Okay, let's go. Das sieht gut aus. Ist ja eklig. Das ist ja echt eklig, an blaues Feuer zu kommen hier. Okay, let's go. Also das war eine automatische Rolle, dafür konnte ich jetzt nichts. Die hat einfach automatisch getriggert. So. Okay. Ein paar Herzchen wären echt geil. Wenn wir jetzt irgendwie die Strafe bekommen, dass wir keine Herzchen mehr usen dürfen, dann wäre das echt eklig. So. Okay, wir probieren es mal ganz kurz, ob wir es schaffen mit der Bombe. Ansonsten nehmen wir das blaue Feuer. Du hast gesagt, wir haben noch eine Plattform. Welche Plattform meinst du? Komme ich doch nicht rüber, oder? Guck mal, da ist der Deku-Kerl. Und den Rest kann ich doch alles nicht benutzen. Da komme ich doch nicht hoch auf die Plattform. Das wird, glaube ich, nichts. So. Blaues Feuer. Ich erinnere dich vielleicht nachher mal daran, im Raum mit dem Spiegelschild Sonne nochmal hinzugehen, weil ich denke, das ist ein Sansong-Rätsel. Da kommst du, glaube ich, noch... Was? Da kommt, glaube ich, auch niemand drauf. Okay. Dann gehen wir dann am Ende des Dungeons nochmal rein. Wow! Hä, das ist eine Boss-Key-Truhe, oder? Hä? Okay, hier gibt es einen Boss-Key. Normalerweise hat man das nicht in den kleinen Dungeons. Schade, ich dachte schon, wir hören gleich nochmal den Zungenbrecher. Ist ja möglich. Oh, ein Herz. Ja, siehst du, das meine ich halt. Voll schwer, so Sachen. Aber du kriegst halt dann eine Fee einfach. Das ist schon echt nett. Boss-Key. Okay, heute ist der Deku-Schild-Tag. Jeder will dir Deku-Schilde antreten. Ja, stimmt schon. Als kleiner Link Boss-Key bekommen, ja. Schon geil. So, warte mal. Wir müssen irgendwo eine Methode finden, den Schalter auszumachen. Also das Feuer auszumachen. Hier bekommt man Nüsse? Aha. Okay, das könnte knapp werden. Dille, dille. So, okay, das war ja relativ easy. Sieht man auch selten. Aber ich glaube, du brauchst an der Stelle eigentlich eine Bombe und das Spiel zwingt dich dann zum Backtracken. So spannend, dass man vergisst mal... hier reinzuschreiben. Dankeschön. Ach ja, ich muss mir im Anschluss direkt mal den Anfang des Streams anschauen. Ich bin echt gespannt. Das Spiel ist echt wild. Das stimmt, das ist echt wild. Also ich bin gerade mit diesen Strafen bin ich sehr... habe ich mich selber eigentlich gepiesackt. Aber macht auch irgendwie Spaß. Macht auch irgendwie Spaß. Wie gesagt, wenn ihr auch immer noch andere Ideen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt ja die Auswertung gemacht. Und die 4, 5 besten Dinger, die mir zugesagt haben und die halt auch weitläufig immer Sinn ergeben, habe ich mal mit reingenommen. Wenn euch immer noch mal was einfällt, haut es einfach in die Kommentare rein. Ich lese das mir immer mal durch und guck mal, ob ich dann immer was Neues aufnehme. Okay, was haben wir denn hier? Riesigen Feenbrunnen. What the heck? So, tschüss. Ba-bam, ba-ba-ba-ba-bam, ba-bam. Na komm. Bam, bam, bam. Du. 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 Ach man, die Dudes sind echt easy. Am liebsten mit Deku-Sticks machen. Aber ich will halt Deku-Sticks sparen, falls wir irgendwie in die Petrouille kommen sollten, dass ich kein Schwert benutzen darf.
ultra fiese Strafe, eigenhändig spielen. Schon, aber das könnt ihr halt nicht kontrollieren. An sich? Ja, aber ihr könnt es halt nicht kontrollieren. Dann müsste ich halt Webcam holen. Huh. Wäre für keine Deku-Sticks benutzen oder keine Deku-Nüsse als Strafe. Gegen solche harten Gegner so viele Feen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Feen jetzt hier sind. I don't know. Ich weiß auch gerade nicht, warum das Feuer hier ist. Normalerweise hat man da hinten, glaube ich, noch was liegen. Ein paar Töpfe oder so. Da ist auch irgendwas. Ich kann es aber nicht erkennen. Ich glaube, eine Skulti ist da. Guck mal, da hinten hängt eine Skulti. Ah, ich glaube fast. Ich hätte gesagt, die kannst du dir später vielleicht erst mit dem Longshot holen, wenn du als Erwachsener Link nochmal herkommst. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Es sei denn, es gibt hier vielleicht irgendein... LOL, seht ihr das? Die Feen springen, wenn wir springen. Seht ihr das? Hui. Pass auf. Wenn wir springen, springen die Feen auch. Pass auf. Wir springen jetzt hier rüber. Hui. Hui. Warum? Ist hier irgendwas? Vielleicht. Wie ein Pirat reden. Arrgh. Mit Füßen spielen. Was? Augenschalter, ja. Können wir auch nochmal gucken. Wir müssen alle Feen einsammeln, dann geht das Feuer aus. Nö, das war's nicht. Aber ich hätte mir vielleicht mal eine Fee mitnehmen sollen, ne? Huh? Also ich sehe keinen Augenschalter, aber man sieht hier auch echt schlecht durchs Feuer durch. Ich sehe keinen. Weiß nicht, ob ihr irgendwo was seht. Also ich sehe nichts. Ich mag hüpfende Feen. Vielleicht, wir werden eventuell herausfinden oder auch nicht. Da sind viele Tote garantiert. Das Feuer blockiert dir den Weg, um zu verhindern, dass du wieder eine Etage tiefer kommst. Der Ersteller ist immerhin human genug, es nicht zu einem Kaiser zu machen. Ich muss mich jetzt wieder verabschieden. War ein schöner, schön reinzuschauen. Ich bin schon sehr gespannt auf den Rest. Schönen Abend euch allen. Lady Markus, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und vielen Dank, dass du noch reingeschaut hast.